Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Time Report. Ja, unser kleiner Scraps hier kriegt direkt mal einen neuen Aroma-Apfel. Viel Spaß. Aber ihr solltet irgendwann auch. Wahrscheinlich ist der bald am besten befreundet von allen. Einfach weil wir denen dann auch irgendwelche Äpfel zuschieben. So, unser Aki ist ja gerade hier. Den können wir auch mal Hallo sagen. Den schenken wir nichts mehr, weil der eh bald voll ist. Also ich vermute mal, wenn Arlo oder so das nächste Mal hochsteigt, dass ihr dann mit hochsteigt. So, was haben wir hier? Von McDonald, Milch. Danke. Von Sophie, Mehl. Danke. Von Penny, Leila. Hallo, Lanzmann. Ich wollte dir nochmal danken, dass du mir letztens alles gezeigt hast. Ich bin seitdem richtig inspiriert und habe die Melodie für mein Lied fertiggestellt. Ich bin so aufgeregt. Ich will, dass du es hier das erste hörst. Kannst du heute irgendwann beim Ententeich vorbeikommen? Ich werde dort auf dich warten. Okay, ja, kann ich machen. Also, nachdem wir natürlich unser Bankett und so über die Bühne gebracht haben. So. Dann, gehe ich mal Richtung Stadt. Die werden jetzt eh gleich alle antanzen bei mir. Ja, die kommen alle schon zu meinem Bankett, glaube ich. Die sind alle gerade auf dem Weg dahin. Gut, Higgins, da oben ist Mint, aber der müsste eigentlich auch gleich kommen, genauso wie Presley. Die haben wir beide eigentlich zugesagt. Und ansonsten da unten, also heute gibt es ja auch dieses Dojo um 13 Uhr. Boah, sie hat einfach die denkende Dose gesehen und nochmal 38 Freunde. Was ist los mit der guten May? Was ist los mit ihr? Das ist echt krass, was bei ihr abgeht. War mal kurz in meinem Hof. Ja, hat irgendwie Freundschaft gekriegt. Es ist die eine Mission mit... Okay, ja, der Ententeich, da fahre ich dann nach meinem Treffen mit der Martha hin. Da steigt May bald hoch, ohne dass ich irgendwas getan habe. Wenn ich dir jetzt wahrscheinlich noch so eine Kamera in die Hand drücken würde, würde sie sofort hochsteigen. Und er war wieder schön mit hochziehen. Einen anderen Freund hat sie, glaube ich, hier in der Stadt gar nicht, außer er war. Zumindest wüsste ich das jetzt auf Anhieb nicht. Okay, die sind aber alle schon bei mir. War aber zu erwarten. So, zwei Stunden bis zur Feier und zwei Stunden bis zum Spielen. Okay. Okay, einmal Alu, einmal Mars. Drei wasserdichte Lampen, 39 Freundschaft, 31 Freundschaft. Ich nehme Mars. Ich schaue jetzt nur noch auf die Freundschaft. Mir ist blöd geworden, was anderes zu tun. Tschüssi Higgins. Also ich schaue jetzt wirklich, dass ich entweder die nehme, die die Freundschaft nötig haben. Oder dass ich... Also es gibt jetzt dann irgendwann mal den Fall, dass es ich alle voll haben sollte. Das wird demnächst passieren. So, dann einmal drei wasserdichte Lampen. Kümmere ich mich da gleich drum. Okay, wasserdichtes Ding, da müsste ich auch mal machen. Okay, da laufen alle schon an, die jetzt gleich zu meiner Feier wollen. Martha kommt zum Spiel. Hallo, dein Auftrag. Danke, das wird mir sehr nutzen. Okay, eine Schleuder habe ich erhalten. Toby kommt, glaube ich, auch zu meinem Fest. Der kriegt aber vorher noch einen Apfel. Pauli, alle rennen es gleich herüber zu mir. So, okay, wir sind gerade unter dem Training. Wir rennen da mal weiter. Die Sam folgt denen jetzt, glaube ich, einfach, obwohl sie nicht eingeladen ist. Okay, was ist mit Pressy? Der wartet hier gerade so. Hallo. Habe ich einen zu viel eingeladen? Ein Platz ist noch frei. Okay. Aber Molly kommt ja auch noch. Okay, ich habe einen zu viel eingeladen. Der kriegt, glaube ich, der Pressy ein paar Minuspunkte. Upsi. Ja, das passt schon. Was ist mit dir, Emily, dass du da so stehst und dumm schaust? Nichts. Okay. Jetzt rennt sie weg, okay, oder doch nicht. Mach, was du meinst. Okay, Martha, wir gehen schon mal spielen. Hallo erstmal. Gut, spielen beginnen. Tafelrunde macht jetzt in so einer Stunde auf. Das heißt, wir machen mal was anderes. Die anderen werden da schon ohne uns zurechtkommen. Hoffe ich mal zumindest. Und wir machen mal unser Ding. Das ist auch die Alice. Der können wir gleich mal noch eine Kristallhalskette schenken. Genauso wie die Lucy, wenn wir sie sehen. Die mal hochsteigen, beide. Also Alice ist ja erst gestern hochgestiegen. Eine Stunde bis Feier, ja, kein Stress. Der gute McDonald steht mal wieder hier rum und verkauft seine Burger. Der kriegt von mir aber auch gleich einen Wassereimer. Okay, das ist schön, sich Zeit zu nehmen, die Sonne zu genießen. Sicher, ja. Okay. Plaudern.
Und mit der habe ich aber auch andere Optionen irgendwie. Thank you. Ist auch krass. I used to only bake bread for my... Was für ein Geschenk für dich? Normalerweise, okay, cool. Ich weiß, sie mag so Kochsets, aber das habe ich noch nicht freigeschalten. Dann müsste ich mich mal mit Phyllis und mit den anderen Heini mir beschäftigen, mit einem Arzt. Okay, heute ist wieder Tiefpreis. Okay, ja, dann gehen wir mal noch wippen. Okay, wippen. Kriege ich doch hin. Yay. Okay. Und nochmal. Aber die fliegt voll hoch. Ich finde es immer so toll. Wir müssen immer schauen, dass wir genau das Timing und so abpassen. Die einfach so, okay, ich wippe, ich springe halt einfach auf die Dinge. Und egal, ob ich mich höher beförderst oder nicht. So. Das darf ich halt immer verkacken. Tue ich aber auch nicht. So, und nochmal. Wuhu. Ah, kommt mal vorbei. Schön, ah, gefällt sie hier? Das war echt toll. Okay, Ak hat sich weggespawnt. Schön. Ja, hier ist sehr leer, Russo. Hm, die sind alle bei meiner Feier und du bist nicht eingeladen. Pinky. Wir müssen uns mal ein Geschenk für Pinky überlegen. Pinky ist auch voll benachteiligt von mir. Und Orks. Dann machen wir mal einen Ausflug in die Tafelrunde. Bin schon gespannt, wie mein Essen so verläuft. Geht ja sogar schon nach einer Stunde los. Und wir warten mal hier kurz auf Martha. Bei Martha habe ich auch die Hoffnung, dass sie heute hochsteigt. Und wenn nicht, kriegt sie noch ein Punkt heute. Gut, dann müssen wir kurz warten, dass sie kann. Dass sie hier mit mir Fressi-Fressi machen kann. Aber irgendwie, der Django öffnet mir immer zu spät. Er könnte solche Einnahmen mitnehmen, hätte der schon einen Punkt 8 geöffnet. Aber nein, der gute Django denkt so um 10, mache ich auf. Aber er ist halt schon vorher in seinem Laden und so. Der kann ja einfach nur Snacks so in der Früh anbieten oder so. Der muss ja noch nichts Warmes anbieten. Aber nein, der macht erst um 10 auf. Ich erinnere mich, als ich mal in Österreich war und da stand Essen rund um die Uhr. Und dann dachte ich mir so, okay, cool. Und dann hatten die um 9 in der Früh noch nicht offen. Da war ich sehr angepisst, weil ich sehr Hunger hatte. Arbeit fragen. Wie läuft in der Bäckerei? Boah, Muffins sind auch geil. So, dann essen wir mal. Bestellen wir mal. Lade dich ein, was hättest du gerne? Das Essen hier ist wirklich super. Ich hätte gerne ein... Oh gut, sie sagt, was sie will. Sie sagt, was sie will. Das ist immer schon sehr vorteilhaft, wenn die das sagen. Okay. Dann hätten wir einmal einen eingelegten Holzkohlepilz. Igitt. Einen Gemüsesalat. Blechbohnen in Soße. Ich glaube, das essen normale Menschen auch. Wo gibt es das denn? Blechbohnen in Soße. Ist das hier unter Vorspeisen? Ja. Warum will die drei Vorspeisen? Wahrscheinlich auf Diät. Django ist geschmort, nicht falsch. Da hast du es dir verkackt, das ist nun mal vegetarisch. Und dann noch einen Kaffee. Ich hasse ja auch Kaffee. So, bezahlen, bestätigen. Du hast alles bestellt, wonach mir das Sinn war, danke. So, 90 Punkte, passt. Ich glaube, ich kriege jetzt noch einen Punkt oder kriege ich noch einen? Nee, ich kriege keinen mehr. Okay, ja, dann gehen wir jetzt. Ist das Date halt hier vorbei? Okay. Dann schaue ich mal, dass ich für sie noch ganz schnell ein Brot kaufe und es ihr gebe. Dass sie vielleicht heute doch noch hochsteigt. Das wäre jetzt vielleicht nicht das Schlechteste. So. So, den Auftrag habe ich ja schon heute erledigt, wo ich im Mars einfach nur 3 wasserdichte Teile machen musste. Und das war überhaupt kein Problem. Wo ist die Alte jetzt hin? Okay, die kommt da gerade raus. Okay, ja, sie spaziert. Die muss ja heute auch nicht arbeiten oder so. Ne? So, hier hast du ein Brot. Vielleicht checkst du damit auf. Ja, sie ist eine gute Freundin geworden. Passt. Martha ist wirklich heute noch aufgestiegen. So, Arlo ist hier unterwegs. Presley wartet vor uns raus. Auch ganz schön.
So, dann haben die schon ein bisschen was gesnackt hier und jetzt habe ich ja zum Glück hier 11 von diesen Apfelsäften dabei. Ich finde, einen Apfelsaft kann man schon mal hinzufügen. So, 2 Stück hinzugefügt. Reicht auch wieder. Gut, was? Emily will ein Date. Einladung. Sollen wir morgen etwas machen? Okay. Abends möchte sie mit mir was machen. Deswegen hat sie jetzt in der ganzen Zeit vor meiner Haustür gewartet. Emily, du bist krank. So richtig krank. So, gehen wir zu Sophie und geben ihr ein Wassereimer und dann gehen wir zum Ententeich. Habe ich nicht Remington auch eingeladen zu meinem Fest? Egal. Gut, dann kriegt Sophie mal ganz kurz einen Eimer von mir. Hallo. Kann die einfach trainieren, das ist richtig traurig. So, hier. Ach, Max, auch von dir wirklich nett. Gerne doch. Okay, dann gehe ich mal zu den Ententeich hinter. Und ich würde einfach mal sagen, das war's dann für die heutige Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht beim Maltime Report hier. Bis dahin. Tschüss.